Jo, dann sind wir doch nicht mehr so weit von Miskarkand entfernt, Alba. Wo wir uns dort doch mal diesen Eileidenstein holen, den der Martin für sein Ritual braucht. Die Aufgabe ist simpel. Wir gehen dort rein, schauen uns um und jeder, der sich uns in den Weg stellt, wird in den Asphalt einmassiert. Haha, da bin ich dabei. Ja, da habe ich mir fast gedacht, dass du dabei bist. Wenn es unnötige Gewalt gibt und Leute dabei kaputtgeschlagen werden, bin ich immer dabei. Ja, habe ich mir noch fast gedacht. Na gut, Miskarkand sollte nicht so weit entfernt sein. Laut der magischen Karte, der Straße entlang und dann bei einem Lager, wo ich schon mal war, vorbeilaufen. Und dann sollten wir schon fast dort sein. Der Schäfer. So wie es aussieht. Da oben ist der Förster, nehme ich an. Na gut. Auf der Straße sollten wir nicht auf so viel Gegenwehr stoßen. Nur dass es hier überall Banditencamps gibt, das weiß ich. Und da oben natürlich noch ein Oblivion-Portal. Die haben sich ja auch überall geöffnet. Um die muss ich mich auch irgendwann mal noch kümmern. Aber das ist meine Aufgabe, nicht deine, Alba. Da muss ich mich damit auseinandersetzen. Da steht jemand auf der Straße rum. Ob das so gut ist? Man darf gespannt sein. Wir werden es gleich sehen. Müssen wir uns dann halt freundlich den Weg freikämpfen, so wie ich bin. Ein ziemlich freundlicher Mensch. Wenn man mich fragt und näher kennenlernt. Sind Waffen? Ah, wahrscheinlich die Kreaturen aus Oblivion, nehme ich an. Ach nee, doch nicht. Jemand mit einer Hake? Ein Kampfstab. Hab ich mir noch fast gedacht, dass es ein Bandit war. Aber nichts, was uns stark aufhalten sollte. Ja. Kommen wir noch gleich an der Höhle vorbei. Da oben sehe ich jemanden. Laufen. Da hinten einen Hund. Das scheint hier wohl sein Banditencamp zu sein. Na, wenn wir uns nicht mit ihnen anlegen müssen, dann tun wir es auch nicht. Wir haben nicht die Zeit, uns da mit jedem anzulegen, der hier auf der Straße sein Lager aufgeschlagen hat. Wir müssen dringend nach Miskarkand gehen. Nicht? Dem redet sie wohl. Hoffentlich nicht mit uns. Ich habe nicht die Zeit, mich mit ihnen anzulegen. Wir können sich da mit den Wesen, die sonst hier im Wald rumrennen, anlegen. Gut. Können Sie das machen? Gut. Können Sie sich da mit dem Hund oder was da auch immer noch rum am Rennen ist anlegen? Ich habe nicht die Zeit dafür. Ich muss nach Miskarkand. Was irgendwie auch nicht so ein schönes Reiseziel ist, wenn man sich das überlegt, aber es gibt Schlimmeres. Gut. Kommen wir dann gleich an dieser Höhle vorbei, wo wir schon mal waren. Oder ich schon mal war. Mit Karatif zusammen. Sind wir natürlich zwei, aber Alba war noch nicht da. Sonst ist es verdächtig ruhig hier. Das ist gar nicht mal so schlecht. Es muss nicht immer Tod und Verderben sein. Manchmal ist es auch einfach schön, gemütlich durch die Natur zu schlendern. Ohne sich Gedanken machen zu müssen. Aber die Blumen blühen wieder etwas mehr als letztes Mal. Letztes Mal hatte es definitiv weniger Blumen. Schauen wir mal schauen. Ja, genau. Ja, die Totenschädel heißen. Hier würden auch Totenbeschwörer drin leben. Und da oben sind ganz viele Kobolde. Gleich zwei in der Zahl. Ja, solange sie da oben sind. Ich glaube, es lässt sich dann fast nicht verhindern, dass sie sich mit uns anlegen wollen. Aber wenn wir es nicht müssen, dann machen wir es auch nicht.
Ich hoffe es nicht. Wir können alle Kraft, die wir aufsparen können, sollten wir uns aufsparen. Oh, der dreht ab. Lange da oben weiter rumfliegt und sich mir nicht plötzlich in den Rücken stürzt, darf er da oben leben bleiben. Bin keiner, der da durch die Wildnis durchstapft und alles ausrotten will, was ihm vor die Flinte kommt. Ah, schöner Sonnenuntergang. Ja, wir sind gleich da. Maskakan kann nicht mal allzu weit entfernt sein. Brücken sind immer so ein Zeichen, dass sie hier irgendwo Banditen lauern. An Brücken halten sie sich liebsten auf, dann kann man nicht nach links und rechts. Gut, Alba. Ja, es wird wohl nicht anders möglich sein. Gut. Da sind unsere Freunde schon, na? Oh, verdammt. Schnell zu den Bogenschützen. Was ist los? Ah, nichts da. Nein, werde ich nicht. Gut, ich gehe auf den Bogenschützen. Nichts da. Nichts da. Eine ganze Gruppe, die sich hier niedergelassen hat. Ja. Alles. Alles. Pack. Hatten ziemlich viel aus, die Guten. So. Gleich sind wir da, wenn wir das Lager hier gefunden haben von diesen Banditen. Dann einfach neben dem Lager durch und dann sind wir gleich bei Miskakant. Sind wir dann gleich da. Ich hoffe nicht, dass in Miskakant richtig Party am Laufen ist. Nicht auszudenken, was für Kreaturen dort alles sich eingenistet haben könnten. Gut, jetzt können wir mal ein bisschen Gas geben. Das hier hinten muss die Ruine sein. Ja, laut Karte sind wir hier richtig. Wen hast du schon gesehen? Denn ich... Oh. Gut gekämpft, Alba. Das Banditenpack ist hier schon überall. Naja. Das hast du ja gut hingekriegt. Ich muss mich ja nicht in jeden Kampf einmischen. Ah, die hatte hier oben ihr Lager. Komisch, dass sich hier überall Banditen eingenistet haben. Hier müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Keine Ahnung, was hier alles so kreucht und fleucht. Ich höre jemanden. Augen offen halten. Irgendjemand hat uns da gesehen. Ah, hier. Ein Goblin. Und die Bande hier. Nichts da, du blödes Vieh. Was ist los? Werdet ihr müde? Schuppen können wir mal mitnehmen. Haben sich hier doch tatsächlich Goblins schon eingenistet. Ah, ein Schlachterfisch. Hat aber nur Schuppen dabei. Und hier oben ist eine Kiste. Gleich mal reinschauen. Oh, nur Geld. Ja gut, dann wollen wir doch mal in diese Ruine reingehen. Noch mehr? Wo denn? Ah, nur ein Kobo. Ah, schaffst du doch. Sterb schon, verdammt. Sehr schön. Wir haben nicht mal allzu viel Zeit. Es wird auch langsam dunkel. Es wird Zeit, nach Miskakant zu gehen. Und gleich noch in der Dunkelheit. Noch mehr? Gottes Willen. Dann machen wir das halt im Halbfinsteren. Wo sind sie denn?
Ich gebe dir Licht. Sehr schön. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Nehmen wir jetzt die Beine in die Hand. Gut. Los geht's, Alba. Wir haben nicht den ganzen Abend Zeit. Schauen uns mal in Miskakant um. Gut, wir müssen hier also einen großen Welkinstein finden. Wollen wir uns doch mal hier umsehen. Das Blut sieht nicht gut aus. Naja. Ein rostiger Streitkolben. Schaut mir aus, das liegt ja schon länger hier. Na, mein guter Freund. Ja, komm. Oh, verdammt. Was ist mit dir? Sehr schön. Diese Goblins werden immer stärker. Waren sie vorher nur kleine Lichter? Hauen die jetzt schon viel stärker zu? Halten auch definitiv mehr aus. Zombie. Gut, gehen wir mal oben zuerst lang. Wir können uns dann später immer noch näher bei denen umsehen. Hier wird's runtergehen. Mal schnell die Karte anschauen. Ich glaube, wir müssen. Oh, verdammt. Ein untoter Ritter? Nichts da mit dir. Weg mit dir. Noch mehr? Mal schauen. Iron Claymore. Ist noch was gesehen? Nehme ich nicht zu weit. Sieht nicht so aus. Gehen wir mal weiter nach unten. Da unten ist noch ein Zombie. Na, fauliger Kopf. Komm her. Nichts da. Weg mit dir. Deine Krankheiten kannst du bei dir behalten. Hast du noch was gesehen? Oh, verdammt. Hier wohl am richtigen Ort sind. Hier unten ist ein Goblin. Aber nicht, dass wir hier weiterkommen würden. Dieser Weg ist uns verschlossen, Alba. Müssen wir also doch wieder zurück mitkommen. Hier geht's nicht weiter. Hier war der untote Ritter. Hier geht's auch nicht weiter. Ist wohl nur dieser Weg, der uns übrig bleibt. Hier mal nach unten gehen. Na, meine guten Freunde. Seine Krankheiten kannst du schön bei dir behalten. Ich mit dir. Da kommt noch einer. Oh, wow, wie viele sind das denn von denen? Weg mit euch. Hier liegen nur Welkensteine rum. Aber nicht das, was wir gebrauchen können. Hier scheint es wohl nichts zu geben.
Gehen wir mal zurück. Okay. Haben alle Wege abgegrast, die wir gehen können. Hier war der untote Ritter. Das ist ein Goblin, der aber nicht zu uns kann. Außer du kannst ihn durch das Tor treffen. Ich kann es nicht. Gut. So kommen wir nicht weiter. Das ist noch ein untoter Ritter. Es wird wohl Zeit, erstmal den weiteren Schritt zu... Hörst du das auch, Alba? Ich glaube, hier unten wird gekämpft. Na, dann wollen wir uns doch auch mal unter die Leute mischen. Mal schauen, wer sich hier am Prügeln ist. Skelette mit... Ich nehme mir den Bogenschützen mal vor. Na, mein guter Freund. Immer noch am Bogen verschießen. Nichts dadurch. Weg mit dir. Verdammt. Hier wird nicht eingekreist. Weg mit dir. Blödes Skelett. Da hat er ein Stahlschild dabei. Die werden immer wie stärker, diese Goblins. Ja, schön ausnehmen, das Gesocks. Alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. Scheint mir, als könnte man diesen Steinkäfig hier anheben. Dann wollen wir das gleich mal machen. Müsste das der große Belkinstein sein, den wir brauchen? Doch nicht, nur ein Valarstein. Die ganzen Steine kann man mitnehmen. Helfen mit magischen Gegenständen. Mal schauen, wo wir hin müssen. Großer Welkenstein. Da hinten geht's. Hier geht's ja noch weiter. Schauen wir uns hier mal noch um. Hier sind überall untote Ritter. Nicht gerade das Begrüßungskomitee, das ich mir vorgestellt habe. Ah, und wieder so ein Moderkopf. Na? Wollen wir uns prügeln? Nichts da mit dir, weg mit dir. Kannst deine Krankheiten bei dir behalten. Ah, der sieht nicht so gut aus. Ist die Hälfte weggefressen. Vom Torso. Eine riesige Halle. Hier könnten wir richtig sein. Wir müssen uns einfach darauf einstellen, dass hier überall Kundschaft lauert. Oh, du meine Güte. Ja. Hier lauert nicht gerade wenig Kundschaft. Können die hier hochkommen? Anscheinend nicht. Aber hier gibt es viele Skelette. Na? Nichts da? Weg daneben! Weg mit dir. Okay, jetzt sind natürlich die anderen Chefs hier alle. Walerstein. Nein, Belkinstein nur. Oh, eine Kassette. Sehr schön. Aha! Verdammt. Oh, das hat sich gelohnt. Geld. Oh, verdammt. Wo ist jetzt Alba? Oh, Gott, verdammt. Warte doch auf mich. Ist ja nicht so, als müsstest du ja alle alleine bekämpfen. Ich mach doch gerne mit. Und dann auch noch gleich den Zombie hinter sich herziehen. Na, mein guter Freund. Nix da. Komm her, du Blöde. Du kannst deine Krankheiten kannst du bei dir behalten. Weg mit dir, du blödes Gesicht.
Und noch mehr? Wollen wir uns mit noch mehr prügeln? Na gut. Mir soll es nicht scheitern. Oh, verdammt, deine magische Waffe. Komm her, du blödes Gesicht. Ich mag sowieso keiner. Zweihandstreifkolben. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Jetzt frage ich mich natürlich, ob wir... Hier war dieser riesige Raum. Ist ein Schalter. Was auch immer das jetzt geöffnet hat. Schon war hier mal in dem riesigen Raum. Hier waren ja die ganzen Typen unterwegs. Bewegen wir uns mal rennend noch etwas fort. Die haben sich da gegenseitig abgeknallt. Und da hat eine Hellebarde dabei gehabt. Brauchen wir aber nicht. Was ist eigentlich hier drüben? Hier war ja der Typ mit der großen Keule. Überall Welkensteine. Aber nur kleine, so wie es aussieht. Aber die kann man auch gebrauchen. Och, dich mag sowieso keiner. Geh weg mit deinen Krankheiten. Nichts da. Weg mit dir. Noch Freunde mitgebracht. Verdammt, das tut mir leid. Sehr schön. Das tut mir leid, dass ich dich angegriffen habe. Es war ein versehentlicher Schlag. Das kann man alles mitnehmen. Oho. Trank der Giftheilung. Und noch einen Stein. Gehen wir mal hier weiter. Vielleicht kommen wir ja hier hin, wo wir hin... Ah, hier war der Schalter. Wollen wir mal schauen, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind. Schwerer Trank der Hexerei. Gehen wir mal hier. Hier geht's wieder die Treppe hoch. Keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Das ist kein großer Welkenstein. Das ist einer dieser Steine, der dich angreift. Den sind wir ja auch schon begegnet. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, laut der magischen Karte. Das heißt, alles läuft so, wie wir uns das vorstellen. Schon wieder jemand? Och, der mit seinen Krankheiten. Bald die bei Tür da, wo du hingehörst. Ah, weg mit dir, du blödes Gesicht. Ah, nichts da. Verdammt. Viele Zombies von euch, na? Und ein Schwänzchen mitgenommen. Nichts da. Ah, weg mit dir. Ah. Hoffe nicht, dass ich mich da irgendwie noch mit einer Krankheit infiziert habe. Laut der Karte müssen wir hier lang. Gut, dass die magische Karte auch hier im Untergrund funktioniert. Es wäre sonst schwer hier... Überblick zu behalten. Problem hier sind einfach nur diese Zombies und diese untoten Ritter. Trank. Was hier? Naja. Tollkirsche und Geld. Sehr schön. So. Ah, genau. Das ist das, was wir hier gesehen haben. Ich glaube, dieser komische Stein, das ist doch das, was uns angreift, oder? Oder ist das der große Welkenstein? Ah. Nein, das war er. Oh Gott, ein Lich. Na, mein guter Freund. Komm mal hierher, wir beide unterhalten uns mal so. Komm her. Nichts mit dir, du kannst gleich... Oh, verdammt, du kannst gleich mal weggehen. Dich mag keiner. Ah, Stab. Nimm mal mit. Miskakan-Schlüssel kann man sicher gebrauchen. Wow, noch mehr von euch. Oh, nichts da. Weg mit dir, du stinkst. Ich kann mich mal wieder hinlegen. Gut. Mal hier mal noch reinschauen. Verdammt. Ah, Geld. Kann man gebrauchen.
Gut, ich glaube, wir müssen hier raus. Alba? Gut, ich glaube, hier wimmelt es jetzt so von Zombies. Okay, hier kann man nach unten. Schauen wir uns hier noch um, ob hier noch irgendwas ist, was man gebrauchen kann. Ah, da hinten ist ein Tor. Puh, das ist ein schwieriges Schloss. Naja, gut, der erste ging, der zweite nicht. Verdammt, so, jetzt aber. Sehr schön. Und du noch? Verdammt, so, verdammt. Gut, nein. Warte mal, mal oben. Sehr schön, ist noch einer. Sehr schön. Warum war dieses Tor schwer verschlossen? Wo führt uns das hin? Sind überall tote Zombies? Alba? Alba? Hallo? Verdammt. So. Alles schwer verschlossen. Come on. Oben bleiben. Sehr schön. Schön, und noch ein. Verdammt. Ist noch ein Bolzen. Sehr schön. Sind die alle plötzlich schwer verschlossen hier? Alba? Wir waren doch. Sind überall Zombies? Ah, hier! Na, mein guter Freund. Du nervst. Weg mit dir. Oh, da hinten ging es auch noch auf. Mal hier noch reinschauen. Sehr schön. Verdammt. Verdammt, sehr schön. Einer Seelenstein und Geld. Und zwei Tränke kann man auch mitnehmen. Oh, hier ging es noch weiter. Gut. Dann gehen wir hier durch. Haben wir diesem komischen Licht noch einen Schlüssel abgenommen. Ah, da ging der Schlüssel rein. Alba? Mitkommen. Ich brauche dich. Schau mich nicht so finster an. Ich kann auch nichts dafür, dass hier überall Zombies rumrennen. Vielleicht ist es für uns jetzt zurück zum Wolkenherrscher-Tempel. Möglichst schnell hier aus diesen Katakomben raus. Aber nochmal? Noch mehr? Oh, du bist ja noch einer, so. Geh weg mit dir, du hässliches Vieh. Hau ihn kaputt, Alba. Sehr schön. Sehr schön. Und das gibt Geld. Muss ja nicht jeden ausnehmen, den wir hier finden. Jeder Zombie hier hat auch was dabei, was man gebrauchen kann. Dann nehmen wir jetzt die Beine in die Hand. Flux zurück zum Wolkenherrscher-Tempel. Bevor uns hier noch mehr... Noch mehr? Oh, verdammt, geh mal weg. Boah, wie viele sind das denn? Star, geh weg, du hässlicher. Oh, Star, weg mit dir. Weg mit dir. Nach diesem Erlebnis muss ich erstmal ein Bad nehmen und mal den lokalen Apotheker besuchen. Bei dem... Zombie-Zeugs, das hier rumfleucht und kreucht. Kein Wunder, dass hier keiner sein möchte. Kein Wunder auch, wenn man sich hier irgendwo eine Krankheit eingefangen hätte. Gehen wir mal wieder nach draußen.